Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Uelzen spielt in einer Liga mit New York und Melbourne. Der Hundertwasserbahnhof gehört zu den 10 spektakulärsten Bahnhöfen der Welt, hat der amerikanische Fernsehsender CNN in seiner Reiserubrik veröffentlicht. Dabei bezieht er sich auf einen Bericht der Hamburger Agentur Emporis, die besondere Gebäude weltweit in den Fokus rückt. Deren Jury hatte die Top 10 ermittelt, zu denen als einziger deutscher Bahnhof der Uelzener Hundertwasserbahnhof gehört. Mehr steht morgen in der AZ. Die Bad Bevenser Diana-Klinik baut an. Bereits Mitte 2015 soll ein neuer Gebäudekomplex an der Dahlenburger Straße eröffnet werden. Dort sollen unter anderem die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie einziehen, die derzeit noch in der sogenannten Diana 2 am Lerchenweg untergebracht sind. Was mit dem dann leeren Räumen im Kurgebiet geschieht, ist derzeit noch nicht klar. Integration durch Sport. Das hat sich der Turn- und Sportverein Ebsdorf auf die Fahne geschrieben. Ab sofort wollen die Sportler aktiv auf Asylbewerber zugehen, die im Kloster Flecken untergebracht worden sind. Sie sollen die Angebote der 17 Sparten kostenfrei nutzen können. Das ist der beste Weg der Integration, sagt Vereinsvorsitzender Heiko Senking. Insgesamt sind derzeit 15 Flüchtlinge in Ebsdorf einquartiert. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Den Regenschirm dabei zu haben, ist morgen eine gute Idee, sagt unser AZ-Wettermann Zaki voraus. Denn der ehemalige Hurricane Gonzalo mischt mit Regen und viel Wind das Wetter im Landkreis Uelzen mächtig auf. Das Thermometer steigt nicht über 14 Grad. In der Nacht sinken die Werte auf 7 Grad. Das war AZ-TV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.